Prayer Session. Prayer, Worship, Community. Es ist eingefallen, als diesen Talk einfach so zu belassen mit dem Titel Maria. Weil letztendlich, hier geht es um eine Person, um eine Beziehung und das kann man nicht irgendwie so nur auf Verstandesebene näher bringen. Deswegen überlasse ich das gern euch und dem Heiligen Geist, was da letztendlich dabei rauskommt. Ich möchte einfach jetzt in der Zeit vom Input kurz auf ein paar Fragen eingehen. Zunächst einmal, wer war Maria? Was können wir über sie erfahren? Einfach aus der Bibel heraus und was wissen wir einfach so aus Schriften? Dann, wieso sollen wir überhaupt Heilige zur Hilfe nehmen, um Fürsprache bitte? Macht das überhaupt Sinn? Dann, wer ist Maria für mich so und wer ist sie für mich ganz besonders heute? Und dann möchte ich einfach nur so ein bisschen die Kurve kriegen, wie ihr sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernen könntet, was da eine Hilfestelle sein kann und ob es letztendlich notwendig ist, eine Beziehung zu Maria zu haben und ob es notwendig ist, an sie so zu glauben. Genau. Wer ist Maria? Wir wissen alle, Maria ist die Mutter Jesu, also die Mutter Gottes. Jesus war ja wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wir wissen einfach, dass Maria ganz lang ersehntes Kind ist. Ihre Eltern Anna und Joachim, die haben fast 30 Jahre um Nachwuchs gebetet und die haben Gott ein Versprechen abgelegt, dass wenn er ihnen diesen Wunsch erfüllt, sie das Kind zu seiner Ehre in den Tempel gebet, dass es einfach erzogen wird und zur Ehre Gottes lebt. Am Sonntag feiern wir diesen Tag, wo Gott diesen Wunsch erhört hat, nämlich die Empfängnis Mariae, also dass ihre Mutter quasi mit Maria schwanger geworden ist. Und wie sie es eben Gott gelobt haben, haben sie in den Tempel gebracht. Und Maria ist da wirklich sehr gebildet worden. Sie hat sich mit den Schriften auseinandergesetzt. Sie wusste von den ganzen Verheißungen, was über den Messias gesagt wurde, was die Propheten über ihn verkündet haben. Und sie hat selber in sich einfach diesen Wunsch getragen, ihr ganzes Leben einfach auf Gott hin zu leben und sich ihm quasi zu schenken. Sie hat da auch einfach Keuschheit gelobt und wurde trotzdem dann mit Josef verlobt. Die Kirche lehrt, dass Josef und Maria trotzdem in Enthaltsamkeit gelebt haben und dass das Kind, das die Mutter Gottes auch empfangen hat, vom Heiligen Geist ist. Wir dürfen das auch guten Glaubens einfach so annehmen, weil wir einfach aus der Reaktion von Josef aus sehen, dass das Kind nicht von ihm ist und das einfach auch mit dem Wesen der Mutter Gottes übereinstimmt. Und wer das einfach bezweifelt, dass das Gott möglich ist, der kann sich vielleicht einfach auch das zur Hilfe nehmen, dass es genau der gleiche Geist ist, der hier Wein und Brot zu Leib und Blut Christi wandelt und für Gott einfach nichts unmöglich ist und ebenso Jesus in ihr Gestalt annehmen konnte. Dann erfahren wir von Maria, dass sie Jesus in Bethlehem zur Welt gebracht hat, in einem Stall, dass die Sterndeuter zu Besuch gekommen sind, dass sie Jesus aufgeopfert hat im Tempel dann, gemäß den Gesetzesvorschriften von Mose als männliche Erstgeburt und dass sie dann fliehen mussten nach Ägypten. Dann erfahren wir nur an einer weiteren Stelle, dass sie beim Paskafest waren in Jerusalem, wo Jesus dann mit 12 Jahren einfach im Tempel blieben ist und Maria und Josef ihn erst nach 3 Tagen dann wiedergefunden haben, nachdem er nicht in der Menge war, die mit zurück nach Nazareth gelaufen ist, sondern sie dann nochmal zurück mussten und gesehen haben, dass er da geblieben ist und gelehrt hat schon. Und ziemlich am Schluss taucht Maria nochmal auf am Kreuzweg, wo sie Jesus begegnet, als sie unten am Kreuz steht und Jesus zu ihr sagt, Frau, siehe deinen Sohn, damit auf Johannes verweist und letztendlich auf uns alle, dass wir sie alle als Mutter von ihm geschenkt bekommen und dann zu seinem Jünger sagt, siehe deine Mutter. Jesus, also sein toter Leib, wird ihr dann in den Schoß gelegt und es war dann letztendlich sie, die Apostel ermutigt hat und bestärkt hat, die ganze Jünger, bis quasi der Heilige Geist am Pfingsten über sie hereingebrochen ist und so die Geburtsstunde der Kirche war, nachdem Jesus einfach in den Himmel aufgefahren ist.
Das ist das, was wir so erfahren haben über die Mutter Gottes. Das ist nicht so arg viel. Und es zeigt uns in erster Linie auch noch nicht so genau, wie sie war. Jetzt möchte ich trotzdem gleich auf die nächste Frage eingehen, warum wir uns Heilige zu Hilfe nehmen sollen. Also wieso braucht es eigentlich die Fürsprache der Heiligen? Jemand hat es auch mal so zu mir gesagt, wo es um Mutter Gottes ging, wieso muss ich eigentlich zur Sekretärin gehen, wenn ich direkt zum Chef gehen kann? Und das ist echt wirklich eine berechtigte Frage. Und eigentlich ist es nicht die einzige Frage, sondern wenn man die Frage weiterdenkt, kann man sich ja fragen, wieso braucht Gott überhaupt Gebet? Also wieso möchte Gott um irgendwas gebeten werden? Er ist doch sowieso absolut gut. Er macht alles zum richtigen Zeitpunkt und in perfekter Weise, dass es uns zum Heil dient. Wieso braucht er überhaupt Gebet? Lässt er sich dadurch ändern? Und wir wissen, glaube ich, alle, Gott ist absolut gut, auch wenn wir das menschlich vielleicht nicht so nachvollziehen können. Aber in ihm ist kein Fehler und er macht alles richtig und er lässt sich nicht verändern, er ist immer der Gleiche. Nächste Folie bitte. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Blaise Pascal, das war ein christlicher Philosoph, der sagt, indem Gott uns zum Gebet aufruft, erweitert er die Würde auf uns, selbst Ursache zu sein. Das heißt, Gott sagt nicht, so jetzt lass mich mal machen, richtig keinen Schaden an, sondern es zeigt einfach, dass Gott uns zu Mitwirkenden bestimmt, dass er uns auf Augenhöhe hebt, dass er möchte, dass wir mit ihm an seinem Reich arbeitet, mit ihm seinen Heilsplan durchsetzt und mit ihm dann aber auch die Freude verkosten dürfen, weil wir einfach Anteil haben dürfen und wirklich würdige Kinder Erben Gottes sind. Und Gott möchte nicht nur, dass wir das alleine machen, sondern dass wir das in Einheit mit seinem Leib machen. Wir haben vorher diese Bilder gesehen von der Arena, wo alle Menschen so voll Gott lobet und preist. Und ich war selber da schon mehrmals in solche Events. Und es ist einfach so eine Kraft und man erlebt das so einfach, die Einheit von Gläubigen, das einen mitzieht. Und der Leib der Kirche oder der Gläubigen soll eigentlich diese Einheit Gottes widerspiegeln, soll da Abbild sein. Und deswegen ist es eigentlich ganz verständlich, dass Gott mit uns allen gemeinsam dieses Werk wirken möchte, und zwar zu unserer Freude. Und dass keiner von uns da alleine auf dem Weg sein muss. Und ich glaube, für uns ist es ganz natürlich auch, dass man Freunde fragt, ob sie für einen beten können. Aber wie viel toller ist es, wenn du Heilige fragen kannst, die eh schon Bescheid wissen, wie der Laden läuft, und wirklich keine Sorge mehr um sich selber haben und wirklich in der Gnade, in der pure Gnade Gottes stehen. Wie wirkmächtig muss das sein? Deswegen kann man eigentlich genauso gut fragen, wieso soll man die Hilfe der Heiligen nicht in Anspruch nehmen, weil sie einfach glücklich sind, wenn sie mit Gott Hingabe leben können und uns Gutes erweisen können, auch zur Ehre Gottes. Genau, wer ist Maria für mich? Ich bin immer wieder überrascht, dass ich irgendwas zu Maria sagen soll, weil ich finde mich eigentlich sehr ungeeignet und ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor 2,5 Jahren habe ich mit Maria null am Hut gehabt. Also das hängt auch mit meiner kindlichen Prägung zusammen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, so warmherzige Mutterbeziehung zu haben. Und ich habe schon auch darum gebeten, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie richtig, dass wir irgendwie was mit Maria zu tun haben. Aber das war für mich immer so was ganz weit weg ist, eine Person, zu der ich irgendwie keine Verbundenheit habe, wo ich nicht mal geglaubt habe, dass sie irgendwas mit mir zu tun haben will, weil ja, ich bin ja so anders, wie ich mir sie vorgestellt habe. Genau, und letztendlich, wenn ich zurückblicke, auch auf all die Jahre am Anfang von meiner Bekehrung, da war mir dann ziemlich schnell klar, dass sie eigentlich diese Schlüsselmomente eingefädelt hat. Ich darf auch einfach von meinem persönlichen Erlebnis erzählen, das war in Altötting, nicht in der Gnadenkapelle, sondern woanders, in einem anderen Haus. Ich bin da reingekommen, es war niemand da und ich habe zum ersten Mal so richtig krass so eine Atmosphäre gespürt, wo ich so richtig einfach heimkommen dürfte. Also wie wenn jemand ganz lang auf mich gewartet hätte, sich schon vorher irgendwie gefreut hat in so einer Warmherzigkeit und alles irgendwie so sanft vorbereitet hat. Also ich habe mich echt gefühlt, wie wenn man aus einer stürmischen Winternacht irgendwie in ein Kaminzimmer kommt. Und das ist jetzt nur annähernd ausgedrückt. Also wo ich richtig gespürt habe, das kann nur von der Mutter Gottes sein.
Genau. Und dann hatte ich einfach auch nochmal ein Erlebnis, wo ich so ein Gespür gekriegt habe für so eine innere Schönheit von der Mutter Gottes. Und sofort hat mir das irgendwie einen Bezug zu Gott herstellen lassen, dass je mehr ich eigentlich sie erkenne, umso mehr die Schönheit Gottes erkenne, weil sie ja Geschöpf ist, gemacht von seinen Händen. Also je mehr irgendwie Maria in mein Leben gekommen ist, desto mehr habe ich Gott verstanden. Und das entspricht ihr ja eigentlich, dass sie nie bei sich stehen bleibt, sondern sofort immer einen zu Gott hinführt. Wer ist Maria für mich heute oder was ist Maria für mich heute? Also zum einen ist sie auf jeden Fall Vorbild für mich, weil wenn man auch diese wenigen Bibelstellen hat, so kann man die doch irgendwie betrachten oder im Herzen so abwägen und man kann so ein Gespür dafür kriegen, was sie eigentlich verkörpert hat. Und für mich hat sie voll diesen Segen der Demut verkörpert, also dass sie sich eigentlich nie wichtig genommen hat, sondern immer einfach auf Gott aufgerichtet hat und ihm nachgefolgt ist und auch einfach im Gehorsam war und nicht so als Kadaver gehorsam, der sich unterordnet, der wartet, was als nächstes kommt, sondern weil sie einfach ihre Identität kannte, dass sie geliebtes Kind Gottes ist, da festgestanden ist und einfach da im Vertrauen mit ihm mitlaufen konnte und ihren Willen in seinen legen konnte, weil sie genau wusste, er enttäuscht sie nicht und egal wie die Situation aussieht, er führt es zum Gute. Genau, und eben in dieser Haltung der Demut und auch im Gehorsam spricht sie dieses Wort Fiat. Ich weiß nicht, wer von euch am Internationalen Prayer Festival war. Das war ja das Motto vom ganzen Jahr. Auch an den Weltjugendtage oder am Weltjugendtag. Und ein Pfarrer hat zu mir mal gesagt, Fiat, eine Automarke und das wichtigste Wort im Neuen Testament. Und da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich, weil dadurch, dass wir im Wille Gottes sind, kann nur das Heil auf uns kommen. Und letztendlich der Schade auf die Menschheit kam nur, dass man sich außerhalb von diesem Wille, der alles Gute in sich vereint, aufhält. Und deswegen ist dieses Fiat, das sie besonders in der Situation dem Engel gegenüber gesprochen hat, aber in jeder Situation ihres Lebens tatsächlich das Entscheidende, wo man echt ein Beispiel nehmen kann. Dann ist sie für mich so wirklich eine unglaubliche Inspiration, sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Also die Mutter Gottes hat für mich schon fast so ein ja, wirklich herausfordernder Durst nach dem Heiligen Geist. Sie hat sich wirklich Gott komplett angeboten, hat nichts zurückgehalten, hat sich selber auch nicht geringer gemacht, als sie ist und konnte so direkt wirklich auch mit Gott in Verbindung sein, weil wir können nicht in Gott sein, wenn wir ihm nicht erlauben, dass er auch in uns sein darf. Und wie oft fällt es uns schwer, dass wir Gott in uns leben lassen, wenn wir uns selber so unwürdig fühlen oder gar nicht glauben, dass er uns komplett ausfüllen möchte, trotz unserer Fehler und Mängel und Schwächen und er uns aufrichten möchte. Und sie macht da immer wieder, oder der Blick auf sie macht immer wieder Mut, dass man da echt sich komplett für Gott öffnet und sich von ihm erfüllen lässt, dass Jesus wirklich in uns leben kann. Dann ist für mich auch so inspirierend so ihre Haltung. Man sieht es auch im Magnificat, dass sie spricht, also meine Seele preist die Größe des Herrn, denn der Mächtige hat Gutes an mir getan. Also sie lebt aus diesem Dank heraus und denkt auch, was Gott in der ganzen Vorgeschichte getan hat. Sie weist ja zurück auf alles, was er an den Vätern getan hat und verinnerlicht so diese Dankbarkeit und ist gleichzeitig auch zufrieden mit jeder Situation, in der sie lebt, auch in die schwierigen Situationen und hat das so unerschütterliche Hoffnung und Glaube, der sich durchträgt. Und ich bin wirklich überzeugt, dass es nie wieder, auch wenn wir Maria immer ganz fromm sehen und zurückhalten und zärtlich, dass es nie wieder so eine starke Frau auf Erden geben wird wie sie. Ihre Haltung finde ich auch sehr beeindruckend im Umgang mit anderen oder vor allem mit den Aposteln, wenn man sich überlegt, sie stand da am Kreuz, musste zuschauen, wie ihr Sohn wirklich da dahingeschlachtet wird und danach ist sie es, diejenigen, die ihren Sohn verlassen haben, die ihn verleumdet haben, wieder ermutigt und stärkt und aufrichtet und sie echt im Gebet bereitet, dass sie offen sind für die Ankunft vom Heiligen Geist. Also man kann wirklich sagen, dass sie all ihre Talente nicht für sich behalten hat, sondern sie dazu genutzt hat, wozu Gott sie gedacht hat, nämlich zum Aufbau des Leibes Christi.
Und das nicht irgendwie aus Druck oder weil sie wusste, das muss man jetzt so machen, sondern aus reiner Liebe, also aus vollkommener Absicht. Und mir sieht es zum Beispiel, wenn sie einfach, als sie schwanger war, zu Elisabeth eilt und ihr gleich das Heil bringt, das Fleischgewordene, oder wie sie bei der Geburt von Jesus das Kind nicht für sich behält. Also ich denke, jede Mutter wird ein Kind, wenn sie es in der Kälte im Stall geboren wird, erstmal an sich nehmen oder zumindest mit eigener Körperwärme wärmen. Und Mutter Gottes legt es voller Ehrfurcht in die Krippe, weil sie weiß, das ist das Heil für die Welt, für die Menschen und das ist Gottes Sohn. Also sie beansprucht, was ihr geschenkt ist, nicht für sich, sondern sie gibt es einfach der Welt hin. Und das sieht man ganz besonders auch am Kreuz, wo sie Ja sagt auch zum Willen des Vaters und zum Willen Jesu, dass er sein Leben hingibt für viele. Und ich bin überzeugt, dieses Kerygma, das wir so als Kernbotschaft haben von unserem Evangelium, nämlich, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern gerettet wird und das ewige Leben hat, dass man es genauso gut auf Mutter Gottes beschreiben kann. Dass sie die Welt so sehr geliebt hat, dass sie ihren einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht zugrunde geht. Und das finde ich so staunenswert und das macht einen, finde ich, total sprachlos. Und man kann echt sagen, dass Maria in jedem Zeitpunkt ihres Lebens die vollkommene Hingabe gelebt hat, sogar über den Tod hinaus, über den Tod von dem, den sie am meisten geliebt hat. Und dass sie alles für Gott und den Nächsten eingesetzt hat. Und sie ist wirklich diese kluge Verwalterin, von der im Gleichnis gesprochen wird. Ihr wisst ja, der kluge Verwalter von seinen Talente kriegt dann noch mehr Talente. Und sie ist wirklich die absolut kluge Verwalterin. Können wir das nächste Bild machen? Und deswegen hat sie auch alle Gnaden in der Hand. Ich habe jetzt mal dieses Bild mitgebracht von der wundertätigen Medaille, die sicher ganz viele von euch tragen. Und links ist einfach diese Nachbildung von dieser Erscheinung der Mutter Gottes in der Rue du Bac vor der Katharina Labore. Und diese Medaille ist einfach nachgebildet von dieser Erscheinung. Und wenn ihr es mal genauer anschaut, dann seht ihr einfach, dass aus den Händen diese ganzen Gnadenströme rauskommen. Und dass letztendlich auch die Mutter Gottes auf einer Schlange steht. Manchmal wird es nicht mehr abgebildet mit der Schlange, aber das ist einfach Zeugnis dafür, dass die Mutter Gottes in ihrem ganzen Leben keine Sünde walten lassen hat. Also sie ist wirklich, die hat wirklich die Sünde besiegt mit der Gnade Gottes. Und deswegen ist sie auch so eine starke Helferin und Fürsprecherin, weil sie einfach Bescheid weiß, wie es geht. Genau. Also neben diesem ganzen Vorbildcharakter ist Mutter Gottes für mich auch Mutter. Was sich da dahinter verbirgt, kann man gar nicht so beschreiben. Ich denke, wenn jemand fragt, was schätzt du so an Maria? Und man macht dann irgendwie eine Liste, was alles toll ist. Das spricht trotzdem nicht ein Herz an. Also das ist einfach passiert auf Verstandesebene. Und man kann da einfach sagen, sie ist einfach eine Mutter. Und das muss man einfach selber erleben. Also ich kann einfach sagen, dass sie in meinem Leben echt schon viel Gutes bewirkt hat und dass es einfach ein Schatz ist, auch wenn man zu ihr Zuflucht nehmen kann. Nächstes Bild. Und dass sie echt schon viel Knoten in meinem Leben entwirrt hat. Und hier wollte ich euch noch ein Bild zeigen, das ist weltweit einzigartig und das ist gar nicht so weit weg von uns. Das ist nämlich das Bild von Maria, der Knotenlöserin. Das findet ihr, Marktplatz ist, glaube ich, in Augsburg, in St. Peter am Perlach. Und das ist ein sehr verehrtes Bild. Also viele Menschen gehen danach, hinterlassen da ihre Knoten, ihre Anliegen und berichtet auch, wie Mutter Gottes Käufer hat. Und auch Papst Franziskus war da, lang bevor er Papst geworden ist. Er war so ein Fan von dem Bild, dass er sich die Lizenz geholt hat, dass er es kopieren darf. Und es wandert jetzt dann immer durch Argentinien und Brasilien und ist da auch sehr verehrt. Also einfach das nochmal als Bild, dass Mutter Gottes wirklich helfen will und helfen kann, wenn man Anliegen hat. Genau, nächstes Bild. Hier wollte ich euch einfach mal noch so ein paar Votivtafeln zeigen, die es in alle möglichen Wallfahrtsstätten gibt.
Also ich glaube, niemand wird sich irgendwie die Mühe machen, sich künstlerisch so auszugestalten, wenn das alles Humbug wäre, sondern ich glaube, man darf wirklich diese Menschen echt vertrauen, dass es wirklich auf die Fürsprache der Mutter Gottes auch diese Gnadenerweise gab. Und das sind wirklich krasse Geschichten dabei, also gerade wenn man nach Altötting geht oder so, die Gnadenkapelle, die ist ja von oben bis unten voll mit den Motivtafeln. Und ich habe mal gehört von einer Pilgerleiterin, da haben längst nicht alle Platz, also über 80.000 haben die da, die sind irgendwo dann gestapelt. Also es ist, ja, wirklich beeindruckend. Nichtsdestotrotz, all das sind einfach reine Infos. Ich denke, jeder muss selber mit Maria seine Erfahrungen machen, ist auch da eingeladen. Und das geht einfach am besten, wenn man Zeit mit ihr verbringt, wenn man sie einlädt ins Gebet. Also egal, ob man jetzt Lobpreis macht oder Dank oder in Stille vor Gott ist, sie dazu einlädt. Und ich finde zwei Sachen auch ganz hilfreich. Das eine mache ich jetzt gerade wieder. Das ist die 33-tägige Marienweihe und da gibt es von der SGIO-Jugend eine App, die heißt Königin der Liebe. Da gibt es für jeden Tag, wo man das macht, einen kurzen Audio-Input vom Frater Dominikus, Pater Dominikus, vielleicht kennt ihr den. Genau. Und danach werden einfach verschiedene Lebensbereiche angeschaut, das ist jugendlich formuliert. Und es wird dann einfach an der Mutter Gottes anvertraut, dass sie es vor Gott zur vollen Entfaltung bringt. Und ich habe da echt super Erfahrungen gemacht, muss ich wirklich sagen. Und jedes Mal, wenn man das macht, man ist so irgendwie getragen und eingebettet in Watte mit Friede und Freude. Das kann man irgendwie nicht selber machen. Also kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und natürlich auch was, was vielleicht viele nicht mehr so praktizieren, was sich aber lohnt, mal eine Chance zu geben, ist wirklich anfangen, Rosenkranz zum Beten oder wenn ihr das macht. Ich weiß, das ist oft trocken, aber manchmal kriegt man wirklich die Gnade, Sachen mitzuerleben durch die Augen Mariens. Und das ist wirklich atemberaubend. Das ist wie wenn man echt dabei ist und man sieht das automatisch so aus dem liebenden Herzen und kann dadurch Jesus viel besser verstehen und die ganze Situation und kann so viel draus ziehen. Genau. Nächstes Bild. Dann die Frage, ist es notwendig, Maria ins Leben zu lassen oder an sie zu glauben? Ich glaube, nein. Es gibt kein Gebot, dass man Maria irgendwie lieben soll, dass man sie annehmen soll. Aber letztendlich ist es ein Geschenk Jesu, ist mal eins seiner letzten Worte und ich glaube, die letzten Worte wirkt man ganz sorgfältig aus. Der Johannes Paul II. Beschreibt so dieses Vermachen seiner Mutter als unsere Mutter wie ein feierliches Vermächtnis. Und ich denke, wer Jesus liebt, der nimmt es irgendwie ernst, was er sagt oder versucht es nachvollziehen zu können und Gott macht keine Geschenke, um sie irgendwie unausgepackt zu lassen. Also ich glaube, es lohnt sich einfach mal, sich an die Thematik zu wagen, wenn man das noch nicht versucht hat. Und für mich war da immer nur so diese Frage oder auch diese Entschuldigung, dass ich mir jetzt nicht so der Mutter Gottes anvertraue. Ja klar, das hat ja einfach Jesus bestimmt über ihren Kopf hinweg. Vielleicht fand sie das gar nicht so toll damals. Also sie hat halt ja gesagt, weil sie ist ja gehorsam. Aber mit der Zeit habe ich das irgendwie durch andere Augen gesehen. Je näher Jesus einfach auch an seine Todesstunde kam und auch zum ersten Mal bei der Hochzeit zu Kana, wo er sie mit Frau anspricht, sieht man, dass sich das Verhältnis irgendwie ändert. Mutter Gottes ist nicht nur seine Mutter, sondern sie versinnbildlicht ja die Kirche, an die sich Jesus hinschenkt. Also sie versinnbildlicht die Braut und er ist der Bräutigam. Und wenn er sie mit Frau anspricht, dann ist es auch so ein bisschen, klingt so ein bisschen diese Geliebte mit rein. Und wenn man weiß, dass die wirklich in der Liebe eins waren, dann weiß er, dass sie genau das was liebt, was er liebt und mit ihm mitgeht. Und deswegen braucht er sie gar nicht fragen, weil sie wirklich in geistiger Weise eins sind. Genau, und deswegen können wir einfach auch voll darauf vertrauen, dass Mutter Gottes das wirklich mit Freude und mit Liebe macht und sie uns wirklich als Mutter liebt. Das Bild ist jetzt zweimal gekommen.
ich habe heute Morgen ganz lang gesucht, welches Bild ich eigentlich nehme. Und ich bin ganz froh, dass ich es gefunden habe, wo man eigentlich dieses Gesicht der Mutter Gottes nicht wirklich sieht. Weil ich glaube, jedes Bild, das wir von der Mutter Gottes haben, ist unzutreffend. Und jedes Bild kann uns nie vollkommen ansprechen. Und ich finde an diesem Bild so passend, dass man sie erst erkennt, wenn man eigentlich in Position ist von diesem Kind. Und ich glaube, dass jeder so Herzensbeziehung zur Mutter Gottes erst entwickeln kann, wenn er wirklich bereit ist oder auch die Gnade hat, sich so in ihre Arme legen und lieben lassen zu können. Und dann braucht man eigentlich nicht mehr viele Worte, sondern ist es klar, dass es einfach die Mutter ist. Genau. Vielleicht ist einfach jetzt der kommende Sonntag, dieses Fest von Maria Empfängnis, wo Gott sein Heilswerk schon beginnt, ein guter Anlass, dass man seine Beziehung zur Mutter Gottes vertieft oder neu kennenlernt. Und ich denke, ganz egal, wie man jetzt zunächst auf dem Weg ist, Maria ist nie groß in Erscheinung getreten und es gibt, wie ich gesagt habe, einfach kein Gebot, sie zu lieben, aber dennoch wird sie immer für euch da sein und sie wird euch immer lieben, und zwar als Mutter.